und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Badisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Sali, ich bin der Kosu, ich komme aus dem Schwarzwald, genauer gesagt aus der Ortenau, noch genauer aus Hasel im Kinzigtal. Ich bin Content Creator, Schauspieler, Comedian, Lehrer, 33 Jahre alt und mein Dialekt ist der Badische. Hallo Kosu, es freut mich. Ja, guten Morgen. Könntest du das nochmal auf Hochdeutsch sagen? Ja, also ich heiße Kosu, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem schönen Schwarzwald, aus der schönen Ortenau, noch genauer aus Hasler im Kinzigtal. Bin Content Creator, Schauspieler, Comedian, Lehrer und rede den badisch-alemannischen Dialekt. Was ist denn das Besondere an deinem Dialekt, so aussprachetechnisch? Also es gibt mehrere Besonderheiten, also zum Beispiel das SCH-Laut, das verwenden wir sehr häufig, zum Beispiel Isch, Bisch, Warsch. Pasch. Hasch. Das machen viele oft falsch, dass sie dann, wenn sie das nachahmen wollen, dann zum Beispiel sagen, das ist, das tun wir nicht. Also es gibt echt spezielle Worte, wo man das anwendet. Und geht es Richtung Karlsruhe bzw. Heidelberg mehr in Singsang rein, dann schwätzt eher so, dass du mal das O länger ziehst. Aber das ist allgemein auch so, dass die Vokale bei uns eher lang gezogen werden. Auf jeden Fall. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Wo spricht man deinen badisch-alemannischen Dialekt? Von Basel, also Schweizer Grenze, Lörrach bis hoch Richtung Heidelberg. Was wäre denn so ein Satz, der mir im Alltag weiterhelfen würde auf Badisch? Ganz klar, wem kehrst du? Wem kehrst du? Ja. Also wem fegst du? Fast, nee, eigentlich ganz falsch. Rate nochmal. Zu wem gehörst du? Ja, genau. Ah, wirklich? Ja. Und wann benutzt man den Satz? Wenn man sich vorstellt und fragt, wer der andere denn so ist. Wie sagt man denn Hallo auf Badisch? Das ist einfach Sali. Sali? Woher kommt das? Aus dem Französischen, also von Salü. Sali. Sali, ne, Sali. Sali. Derber. Ja. Sali. Jawohl, so kann ich kommen. Sali. Wie würde ich denn jemandem ein Kompliment machen? Da würde ich sagen, du bist aber Käpsele. Warum sagt man, du bist eine Kapsel? Das ist eine gute Frage. Käpsele ist jemand, der echt so, der hat's drauf. Und was sagst du zu jemandem, wenn jemand was richtig verbockt hat? Ja, Herrgott, noch einmal, was bist jetzt auch du für ein liedriger Haagseicher? Liedrig bedeutet sowas wie, ja, nervig, nicht genügend, so. Haag bedeutet, ist quasi das Gartentor. Und ein Seicher, der macht Pipi. Also ein Gartentor-Pinkler. Genau. Wow. Was heißt danke? Dankeschön. Dankeschön. Man redet direkt auch tiefer, kann das sein? Ja, nicht alle. Es gibt ja welche, die so schwätzen, kennst du die? Die hocken dann immer am Stammtisch dran und erzählen es. Was ist denn dein Lieblingswort auf Badisch? Dipflischisser. Ha? Dipflischisser. Dipflischisser heißt kleinkarierter Mensch. Ein Korinthenkacker. Korinthenkacker. Du bist aber Dipflischisser. Und was wäre noch ein Satz, den wirklich jede kennen sollte? Schelle sind nicht an sellere Schelt. Selle Schelt Schelt nicht. Schelle sie lieber an sellere Schelt. Selle Schelt Schelt. Hallo. Das ist doch kein Satz, den jeder kennen sollte. Doch. Warum? Weil, wenn man den droppt, wenn man den raushaut irgendwo, dann wissen die gleich, okay, das ist eine von uns. Sag den mal auf Hochdeutsch. Läuten Sie nicht an dieser Klingel. Diese Klingel funktioniert nicht. Klingeln Sie lieber an dieser Klingel. Diese Klingel funktioniert. Schelle Sie nicht an sellere Schell. Selle Schell schellt nicht. Schelle Sie lieber an sellere Schell. Schelle Schell schellt. Ich habe gerade einen Mic Drop gemacht. Wirklich? Also mit dem Telefon, ja. Yes! Was würdest du denn sagen? Spiegelt der Dialekt auch so ein bisschen die Mentalität der Dialektsprechenden wider? Der Badener an sich ist sehr entspannt, in sich ruhend. Also man sagt ja auch, der Badener denkt und der Schwabe schafft. Und er ist natürlich so ein bisschen auch neuem gegenüber immer so ein bisschen skeptisch. Was ein Bauern kennt, frisst damit. Und welche Vorurteile gibt es sonst gegenüber dem Badischen? Das Problem ist, wenn man zum Beispiel jetzt nördlich der Grenze von Baden-Württemberg geht oder zum Beispiel nach Berlin, da passiert es oft, dass die halt denken, alles sind Schwaben. Aber Baden-Württemberg ist ja quasi aufgeteilt in Schwaben und in Baden. Und in Baden spricht man Badisch. Inwiefern unterscheidet sich Schwäbisch und Badisch? Das Badische ist wahrscheinlich derber und das Schwäbische ist mehr so noch mehr aus dem Hals raus. Und die Buchstabe oder die Vokale werden noch mal anders artikuliert, weißt du? Gib mir mal einen Satz und ich sage ihn einmal auf Badisch und einmal auf Schwäbisch. Ich habe heute Morgen ein Brot gegessen. Auf Badisch, ich habe heute Morgen Brot gegessen. Und auf Schwäbisch, ich habe heute Morgen Brot gegessen. Ja, das unterscheidet sich. Mhm. Kosu, es gibt ja in jedem Dialekt so Wörter, wo man nicht direkt drauf kommen würde, was die heißen. Was wären das im Badischen? Babbedeckel. Der Babbedeckel? Irgendein Deckel? Nö. Man braucht es, um Auto zu fahren. Ein Führerschein? Ja, oh, das war jetzt schnell. Ich dachte, du sagst sowas wie Lenkrad oder so. Tja, Pech gehabt, hast nicht mit mir gerechnet. Kosu, ich bin jetzt bereit für die Dialekte-Challenge. Mhm.
Ich lerne jetzt einen sehr schwierigen Satz. Bring mir vom 4-4 drin aufs 40. Ich will um 4 ist 4er, 4er, damit am 4er bequert ist. Ganz schön viele Vieren. Dann sag mal auf Hochdeutsch. Bring mir vom Viehfüttern noch das Feuerzeug. Ich will um 4 Uhr das Feuer anmachen, damit das Feuer an ist, wenn ich Feierabend habe. Bring mir vom 4-4er. Ja. Das 40. Noch's 40. Noch's 40. Einfach ja. Feuerzeug wie 40. Genau. Wie die Zahl. Ja, das 40 ist das Feuerzeug. Ich will ums 4 das 4er 4er. Damit um 4er bequert ist. Damit am 4er bequert ist. Und jetzt nochmal im Ganzen, komm. Bring mir vom 4er 40. Ich will um 4er 4er 4er, damit am 4er bequert ist. Yes! Es war richtig. Dankeschön. Bitte. Das war die Dialekte-Hotline mit Badisch. Was ist euer Lieblingswort auf Badisch? Schreibt es mir unten in die Kommentare und dann freue ich mich auf den nächsten Dialekt. So, ich gehe jetzt ein Vierer-Viere.